Dieses Werk im Hintergrund ist von Ronnie Horn, es heißt Paired Gold Mats, ist von 1995. Es nimmt, sie nimmt zwei ganz dünne Goldfolien, Goldschichten und legt sie aufeinander. Die zwei Folien liegen annähernd plan aufeinander, aber ganz am Rand sieht man, dass sie sich so etwas aufwölben und da eben ein ganz flackerndes, glitzerndes Reflexionsspiel entsteht. Es geht Ronnie Horn mit der Arbeit ganz konkret darum, dieses Material, das aufgeladene und auratische Werk, Material Gold, darzubieten und möglichst simpel zur Betrachtung anzubieten. Sie hat Ähnliches schon in den frühen 80er Jahren gemacht mit einem Werk, The Gold Field hieß das. Da hat sie selber Gold ganz, ganz dünn gehämmert. Dieses Werk hier, The Gold Mats, heißt in Klammern For Felix and Ross. Damit nimmt sie Bezug auf den Künstlerkollegen Felix González Torres und dessen Partner Ross, der zum Zeitpunkt der Werkentstehung bereits an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung gestorben war. Es ist aber nicht nur eine einmalige Widmung an Felix González Torres, sondern es entspann sich zwischen den beiden, also zwischen Ronnie Horn und Felix González Torres, eine langjährige Künstlerinnenfreundschaft. Bereits in den frühen 90er Jahren hatte Felix González Torres eine Arbeit in Widmung an Roni gemacht, einen Teppich aus Bonbons in Gold eingewickelt, den Sie ebenfalls im Rahmen von Still Alive im Foyer des Albertinum sehen können.